Moyland liegt am Niederrhein, unweit der holländischen Grenze, im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Als ich den Wohnmobilpark Moyland anfuhr, war es auf dem für 45 Wohnmobil Platz bietenden Wohnmobilpark noch ziemlich ruhig. Ich hörte den Vögeln bei ihrem Gesang zu, schaute zur Einfahrt und genieße die Ruhe. Der ganze Stellplatz ist fester Wiesengrund. Plötzlich kommt aber Leben auf dem Wohnmobilpark auf und der Platz füllt sich in kurzer Zeit. Da die Stellflächen ganze 15 x 5 Meter messen, können auch große Wohnmobile hier gastieren und jeder genießt seinen Freiraum. Der Wohnmobilpark bietet sich besonders für Gruppentreffen an und nimmt ohne Probleme bis zu 150 Wohnmobile auf. 9 Stromsäulen mit insgesamt 40 Anschlüssen sind im vorderen Teil des Stellplatzes aufgestellt. Eine Entsorgung mit Bodeneinlass ist bei der Einfahrt gleich rechts neben dem Empfangshäuschen zu finden. Rad- und Spazierwege gibt es direkt ab dem Wohnmobilpark in alle Himmelsrichtungen und verspricht genügend Auslauf für eure Vierbeiner. Nun will ich aber zum berühmten Schloss Moyland. Dazu laufe ich an der Touristinformation vorbei und dann durch eine schöne Parkanlage. Wie ein Märchenschloss steht es da, umgeben von einem Wassergraben. Über eine Brücke gelangt man zum Eingang. Das Schloss war bis 1995 wie im Dornröschenschlaf und wurde dann in fast 2 Jahren renoviert. Heute ist das Wasserschloss Moyland ein Museum, das eine Kunstsammlung mit Exponaten aus dem 19. und 20. Jahrhundert ausstellt. Faszinierend sind die verschiedenen Türme anzusehen. Von einem Turm aus genieße ich den Ausblick über den Park. Wieder unten angekommen, schaue ich mir noch den Blumen- und Kräutergarten an. Ein Kaffee und Kuchen darf natürlich nicht fehlen, bevor ich wieder zum Stellplatz zurücklaufe. Wer Golf spielen möchte, kann das beim nahegelegenen 18-Loch Landgolfclub Schloss Moyland tun. Ich werde mit dem Fahrrad den in 4 Kilometer entfernten Ort Kalkar besuchen. Dort bestaune ich das schöne Rathaus und den tollen Marktplatz mit all den schönen Häusern und Restaurants. Ich bin von Moyland und Umgebung begeistert und sage nur, kommt her, wir sehen uns beim Wohnmobilpark Moyland.